Was ist das denn hier? Er schreibt hier schon wieder einen Namen auf. Gemeldetliste? Und hier vor seinem Grundstück steht Grundstück des Anzeigenbeauftragten. Was hat er hier für ein Grundstück gebaut? Macht er jetzt einen auf Anzeigenhauptmeister oder was? Das ist doch nicht sein Ernst hier. Ich kenne den Spieler sogar. Und er ist ziemlich bekannt dafür, Dinge auf dem Server aufzudecken. Und jetzt hat er anscheinend hier eine neue Mission. Das sind wirklich einfach gerade alle Spieler, die hier online sind. Ich frage mal ganz kurz, ob er in den Discord kommen will. Jo, was machst du hier? Ja, das sind Leute, die ich hier auf Reefer Games gemeldet habe. Du hast die alle gemeldet im Forum, oder was? Die haben gegen Regeln verstoßen und die habe ich beim Team gemeldet. Digga, das ist nicht dein Ernst, oder? Digga, du weißt, du wurdest im Forum schon mehrfach als Anzeigenhauptmeister bezeichnet, weil du genau so einen Quatsch hier machst und das ziehst du jetzt ernsthaft durch, oder was? Ja, aber was soll ich machen? Regeln sind Regeln, da muss sich jeder dran halten. Also, du bist doch safe immer nur noch mad, weil dieser eine Typ dich in diesen Betrügerradar oder so reingepackt hat, oder? Ja, wenn der Scammerradar mich als Scammer sieht, dann muss ich ja auch die Regeln hier auf Reefer Games durchsetzen. Digga. Da führt kein Weg dran vorbei. Und was haben die Leute hier gemacht? Also, das sind alles Spieler hier. Die sind safe gerade sogar teilweise online. Was haben die denn hier alle gemacht? Warte mal, bei Panda? Ist er nicht gerade sogar ein Teammitglied? Ja, der ist Helfer. Aber wenn der AFK irgendwo am Spawn rumsteht, dann ist das ein Regelverstoß. Bro, nein, 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 nein. Oh mein Gott. Okay, aber den musst du ja bei einem Admin melden, wenn der Helfer ist. Ja, die habe ich alle im Ticketsystem auf Reefer Games gemeldet. Für AFK, warte mal ganz kurz, für AFK stehen? Ja, natürlich. Was eine Scheiße, Digga, was eine Scheiße. Gibt ja auf Reefer Games ein Regelwerk und da müssen sich alle dran halten. Wir haben halt ganz klar gegen das Reefer Games Regelwerk, Paragraph 2, Absatz 15 verstoßen und deswegen habe ich die im Ticketsystem gemeldet. Ich weiß selber nicht mal, was Paragraph 15 Absatz 2 ist. Oh, ich habe gerade noch eine Meldung reinbekommen. Du hast eine Meldung reinbekommen? Okay, wo? Ja. Also lass auf jeden Fall mal da hingehen. Also mir wurde gerade gemeldet, dass hier ein Bot gegen Paragraph 2 Absatz 8 Satz 2 verstößt und ohne Ansprechpartner sein Casino betreibt. Auf Citybit Evil, sagst du, warte mal. Ja, auf Citybit Evil. Ich bin bei dir. Der hier ist nicht da. Tatsächlich ist das eine Regel, Leute. Also den Paragraphen, den er da gesagt hat, das ist tatsächlich die Regel. Dieser Bot hier darf nicht ohne Ansprechpartner sein. Okay, Extreme 7. Okay, ich teleportiere mich einfach mal zu ihm. Extreme 7. Okay, der steht hier tatsächlich in einer Ecke. Und ist, glaube ich, tatsächlich nicht da. Warte mal, wenn ich aus dem Vanish rausgehe. Das heißt, er sollte mich jetzt eigentlich sehen. Okay, er bewegt sich auf jeden Fall nicht. Ich stehe auch einfach vor ihm. Was, wenn ich ihn jetzt noch schlage, bewegt er sich jetzt? Nee, tatsächlich auch nicht. Okay, er ist wirklich nicht da. Er muss auf jeden Fall auf mich reagieren, wenn ich ihn teste. Und das tut er nicht. Das heißt, er kommt jetzt eigentlich ins Gefängnis. User was moved to your channel. Hallo? Du warst gerade nicht da. Nee. Du weißt, dass das ein Regelverstoß ist, oder? Du warst? Bang hat dich gerade gemeldet. Ja, aber ich bin ja da. Nein, du warst gerade nicht da. Ja, natürlich nicht. Hä? Wenn, du gibst zu, dass du nicht... Also, das Problem ist, Big Bang hat dich gemeldet, ich bin angekommen, du warst nicht da und jetzt haben wir ein Problem. Ja, aber wo du angekommen bist, war ich ja da. Nein, warst du nicht. Ja, aber du hast ja den Bot nicht geschrieben. Big Bang hat den Bot geschrieben. Nee, ich sehe das. Big Bang hast du den Bot geschrieben. Also, ich habe den Bot dreimal geschrieben und habe keine Antwort bekommen. Nein, du hast den Bot nicht geschrieben. Das ist ein ganz klarer Regelverstoß. Ja, also, die Sache ist, ich habe mich zu dir. Du hast zumindest nicht reagiert. Ich glaube, das ist eindeutig. Ich hab mir extra einen Discord-Server dafür einrichten lassen, wo man über ein Ticketsystem die Leute melden kann. Okay, Extreme, ich muss dich leider jetzt erstmal ins Gefängnis packen, weil ich glaube, du warst halt einfach nicht da. Das ist jetzt eine kleine Ausrede, aber ich finde es eh unnötig. Deswegen kriegst du nur für deinen Extreme-Account jetzt eine Jailstrafe, 20 Blöcke oder so. Mach es einfach nicht wieder, lass dich dabei nicht erwischen. Von Big Bang, der wird auf jeden Fall wieder vorbeikommen. Bitte halte dich ans Regelwerk von Griefer Games, das ist nie umsonst geschrieben worden. Ja, aber stimmt. Muss man nicht dem Bot schreiben? Ja, aber er hat mir ja einen Screenshot geschickt. Also die Sache ist, er hat mir einen Screenshot geschickt, dass er dir geschrieben hat und du warst nicht da, als ich selber den Bot doch geschlagen auf meinem zweiten Bild. Ich hab dich doch auch geschlagen, du warst nicht da. Warum hast du denn auf meinen Schlag nicht reagiert, wenn du da gewesen wärst? Ja, ich hab doch 5 Minuten Zeit zu reagieren. Also in der Zeit, wo du auf den Dienstag gejoint bist, also ich weiß, ich habe jetzt keine Stoppuhr gestellt, aber du warst definitiv, keine Ahnung, länger weg. Ja, wenn du jetzt weiter provozierst und es auch noch lustig findest, dann ist wirklich komplett vorbei. Dann kriegst du ja auch noch eine längere Strafe. Ich muss ja auch mal was zu trinken holen, mal auf Toilette, mal telefonieren. Ja, aber wer einen Bot betreibt, muss auch aktiv sein. Du kannst ihn ja kurzzeitig abschalten. Wenn du auf Toilette gehst, schalt ihn halt einfach ab, länger als 5 Minuten raus. Ist ja auch nicht das Problem, oder? Nee. So, da sitzt er jetzt. Jetzt kann er hier Blöcke abbauen. Viel Spaß beim Obsidian abbauen. Lass dich nächstes Mal nicht erwischen und wenn du nächstes Mal mich nicht auch noch provozierst, dann gibt's vielleicht auch weniger. Ich habe gerade schon wieder jemand gemeldet bekommen, der ganz klar gegen Paragraph 2 Absatz 8 Satz 4 verstößt und hier einen Autocrafter benutzt. Autocrafter? Wo? Auf CB1. Jack O'Sboy heißt er.
Ja, ich habe mich zu dir teleportiert und tatsächlich hat er hier eine riesige Farm, okay? Also, ist das eine Kaktusfarm? Ja, ich glaube schon, das ist eine Kaktusfarm und der soll angeblich hier Autocraften. Wir gucken mal in seinem Inventar und tatsächlich craftet er hier seine Kakteen hoch. Also, das sind da ganz, 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 ganz viele an die Leute, die nicht wissen, wie das Ganze funktioniert. Die kann man ineinander reinstacken und ja, wenn er das automatisch macht, ist das Ganze tatsächlich illegal. Ja, Big Bang, es ist illegal, aber ganz kurz, was tut dieser Spieler dir, dass du den jetzt melden musst? Er verstößt gegen das Regelwerk von Griefer Games. Die Regeln sind doch nicht umsonst geschrieben worden. Ja, aber was tut er dir denn? Also warum musst du den jetzt unbedingt in die Pfanne hauen? Ja, ich bin ja hier, um das Regelwerk durchzusetzen, weil die Teamler ja dazu überfordert sind. Okay, wir testen, ob er wirklich AFK ist. Wenn er sich jetzt nicht melden sollte, dann ist er tatsächlich auch AFK. Er sammelt auch nichts mehr ein, das checkt er anscheinend auch nicht. Das heißt, er ist wirklich weg und ich muss auch diesen Spieler leider bestrafen. Wir können ihn nur leider nicht auf den Discord oder so holen, weil er ist halt auch einfach nicht da. Ich bin jetzt hier gerade auf Nature und da spielt der Spieler Amris Miral und der betreibt hier mehrere Spawner AFK und triggert die. Ja, ich bin da, okay. Und ja. Was soll der machen hier? Der steht doch hier einfach nur rum. Ja, der hat aber hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spawner, die er AFK betreibt. Das ist ja nur illegal, wenn er irgendwas automatisch macht, also per Script, per Bot oder was auch immer. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass du das eigene Regelwerk von Griefer Games nicht kennst. Und wenn du dir die Regelparagraph 17, Absatz 17, Satz 2 durchliest, dann siehst du, dass nur maximal 2 Spawner gleichzeitig betrieben werden dürfen. Nur weil er jetzt hier 6 Spawner hat, anstatt 2, sagst du dir, der muss jetzt bestraft werden, oder was? Ja, aber wenn man doch nichts zu verbergen... Schick mir erstmal den Paragraphen, weil nein, ich wusste nicht, dass man nur 2 anstatt 6 haben darf. Schick mir mal ganz kurz den Ausschnitt, ob das wirklich überhaupt stimmt, weil es ist halt so lächerlich, dass das irgendjemand überprüft. Ich sag dir, nicht mal der Supporter selber würde diesen Typen bestrafen, weil er 2 oder 3 Spawner zu viel da rumstehen hat. Aber wenn der Spieler dann nichts zu verbergen hat, warum hat er denn dann jeden verboten auf seinem GS? Und wenn du dir die Regel durchliest, dann steht da ganz klar, erlaubt sind vollautomatische Farmen mit bis zu 2 Spawnern pro Grundstück. Also tatsächlich steht es da drin, ja. Ich sag dir aber, nicht mein Supporter hätte das gejuckt. Aber na gut, also du hast recht, ja. Er hat gegen eine Regel verstoßen und deswegen muss er auch ins Jail von mir aus, wegen automatischen Bot. Was muss er dafür machen? Eindeutiger Bot müsste das sein. Nein, es ist doch kein eindeutiger Bot. Eindeutiger Bot, der hat ja kein Bot. Es ist, wenn, ein AFK-Verstoß. Also gut, dass du das nicht zu entscheiden hast. Ich entscheide jetzt, das ist AFK, dann kriegt er ein bisschen weniger, weil er ist ja bodenlos. Also dafür, weil er hier 4 Spawner mehr betreibt, überhaupt zu bestrafen. Aber gut, du hast recht. Ich gebe dir grundsätzlich recht. Na gut, dann kriegt auch er die 4. Und Jack O'Sboon sitzt jetzt hier auch im Gefängnis, hier im Knast. Da guckt ihr das Knastschild an, wenn er wieder da ist, was, denke ich, noch mal ein bisschen dauern wird, weil er schon länger hier AFK. Dann kann er auch seine Obsidian-Blöcke hier abbauen. Das ist so nervig. Ich hatte gar keinen Bock da drauf, aber na gut. Also er ist aber auch jemand, da verstehe, obwohl, er hat ja eigentlich nichts getan. Also da verstehe ich es doch nicht, dass du das meldest, aber grundsätzlich, ja, hat er eine Regel missachtet. Da wurde jetzt auch der Startkick auf dem Server gegen dich gestartet, dass du gekickt wirst vom Server, weil du so unbeliebt bist wegen deinen Aktionen, dass du jetzt einfach gestartkickt wirst. Ja, oh mein Gott. Also an die Leute, die es nicht wissen, dann ist man für temporäre Zeit vom Server ausgeschlossen. Ich glaube 5 oder 10 Minuten, oder? Ja, 5 Minuten, ja. Ja, 5 Minuten vom Server runtergeschmissen und dann sind sie ihn erstmal los, was absolut gerechtfertigt ist. Nur aus wichtigen Gründen darf man Leute vom Server kicken, aber da kann ich es auf jeden Fall verstehen und ich werde ihn auch nicht zurücknehmen. Kannst du den Typen ja reporten. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun, weil das ist ja auch ein Verstoß gegen die Regeln. Ja, aber den werde ich nicht verfolgen. Ich verstehe diese Person und die werde ich nicht verfolgen. Von mir aus geht zum anderen Admin oder so. Das werde ich nicht verfolgen, weil den verstehe ich. 3, 2, 1, Bestrafung endet in und tatsächlich waren 38 Leute dafür auf dem Server. Ja gut, also dann wünsche ich dir noch viel Spaß dabei. Du kannst natürlich gerne weitermachen. Theoretisch kriegst du keine Bestrafung dafür, außer dass die Leute dich nicht mögen. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Hau rein. Bis dann, Digga.